Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter und wir sind in meinem Vorgestellt und zwar The City Must Grow und Vorgestellt Vorschau Nummer 3 ist das. Wir gucken hier in Leaderboard einmal kurz rein, vielleicht könnt ihr es hier nicht ganz so gut erkennen, aber ich sag euch mal, wir haben ja die 439 Punkte in der letzten Runde gemacht und hier steht die Version 0.1.2 hinter und hier unten steht die 0.1.5, also es hat wieder ein Update gegeben und es muss mindestens drei gibt es hier und hier gibt es auch eine 4. Es gab mehrere Updates sozusagen. Mal schauen, ob sich da was verändert hat. Und wir werden diese Folge das so machen, dass wir nicht immer alle das, was wir kriegen, bauen. Vielleicht ist es daran, dass es dann auch besser läuft. Ich würde sagen, wir starten gleich nach der Vorschau. So, dann starten wir mal. Fangen wir mit einem neuen Spiel an. Wir haben wieder unsere Kachel mit zwei Straßen. Da sollten wir aber die Straßen auf jeden Fall nehmen. Und ach so, es ist hier so, bam, da gibt es noch unseres Tomosa Camera Use RMB. Das hatten wir schon. Das kennen wir alles. So, jetzt nehmen wir die Straßen und bauen die da mal hin. Machen erstmal eine Kreuzung irgendwie dahin. Und dann schauen wir weiter. Fertig, ne? So, jetzt ist unsere Kachel gewachsen. Und jetzt können wir mal Häuser bauen, die wir hier in schöner Viererkachel machen, weil in Viererkacheln wachsen ja auch Häuser, ne? Da geht nicht mehr, gut. So, erstes Haus ist da, aber noch keine Bewohner, ist klar. Wir haben nichts produziert in den letzten Zyklen. So, jetzt haben wir hier Felder. So, das sind 10 Felder. Die brauchen keine Anbindung, does not need roads. Das heißt, ich mache mal jetzt hier. Ah shit, ich wollte es eigentlich anders gemacht haben. Naja, jetzt geht es da nicht hin. Hier wollte ich eigentlich nicht dran gehen, aber jetzt ist auch egal. Machen das so. Weiter geht's. Es hat auch schon 1, 2, 3, 4 Felder gegeben. Und hier gibt es einen Shop. Commercial Building, das sollten wir auf jeden Fall auch machen. Weiter geht's. Hier geht's jetzt mit 4 Leuten weiter schon mal auf jeden Fall. Und das ist hier natürlich das Essen runtergegangen. Und hier Consume Glass Circle 10 Building Materials. Okay, jetzt haben wir hier eine Industrie. Die werde ich da hinten auf jeden Fall auch hinstellen. So, da ist ja auch schon was passiert hier gleich. Und hier gibt es nochmal 3 Industrien, die nehme ich auf jeden Fall auch noch mit. Und wir gehen weiter. Jetzt gibt es 4 Straßen. Straßen nehmen wir immer, weil Straßen bringen uns eigentlich in der Größe weiter, ne? So, jetzt gibt es hier wieder einen Shop. Jetzt gucken wir mal hier rein. Zoom View. Ne, das wollte ich nicht. Hier wollte ich, ne? Default View. Ne, das macht er gar nicht jetzt. Konnte ich nicht irgendwo sehen. Okay, aber es sind auf jeden Fall keine. Ja, das ist Einzugsgebiet oder was? Okay. Das hat er letztes Mal, meine ich, nicht angezeigt, aber ich kann mich auch täuschen. Ja, aber hier ist eine Zone drauf und deswegen ist es auch schon mit so einem Kreis. Okay, die 4 Leute wohnen da. Dirty Industry. Nee, das, was ich wollte, ist irgendwie was anderes. Sehe ich jetzt nicht so wirklich. Ich meine, ich hätte letztens eine Ansicht gehabt. Naja. Machen wir da mal noch 2 in Einkaufsstraße, ne? Weiter. Die baue ich jetzt mal nicht, weil da sind noch 2 Felder frei. Jetzt gibt es wieder 4 Straßen, die werden wir auch definitiv bauen. Da sind sie weg. Dann ist die Fläche größer geworden. Es ist ein Haus dazugekommen, aber unbewohnt halt. Hier sind ja nur 4 Residentials drin, ne? Kann man nicht sehen, aber da sollten vielleicht nur 4 drin wohnen können. Aber wir können neue Häuser bauen. Jetzt ist die Frage, ja, wir machen nochmal neue Häuser.
Oh, da ist gleich ein neues gekommen. Weiter. Nochmal 6. Aber 2er nehme ich davon, um dieses hier zu vierfachen. Dann kommen nämlich sofort hier, wie wir gesehen haben, wieder eine Hütte dahin. Aber die brauchen wir jetzt erstmal nicht weiter ausbauen. Machen wir mal so, ne? Noch ist alles top hier. Arbeitet da jetzt einer? Ah, ich glaube, mit dem Level Up habe ich erst den Mode gekriegt. Kann das sein? Hier ist nochmal Agrarzeug. So, die anderen 4 brauche ich erstmal nicht. Die lasse ich erstmal so. Da ist eine Burgerbude rumgekommen oder für Reifenhersteller? Ne, sieht man jetzt nichts. Jetzt brauchen wir 20 Leute, ne? Industrie möchte ich nicht weiter haben, lasse ich erstmal so. Jetzt geht es hier nämlich schon mal runter, ne? Stock Capacity 244. Commercial Products. Das produziert er hier, denke ich mal. Und er, oder? Da sind aber welche drinnen, ne? Glaube ich. Nochmal 4 Straßen. Ja, da lang. Außen nochmal mehr Straßen. Machen wir mal so. Hier gibt es eine Commercial Building. Machen wir dahin. Auf. Los geht's los. Kein Development, das ist schlecht. Okay, machen wir da wieder. Wieder nix, oder? Doch was. Okay, ich weiß nicht. Hier machen wir mal ein Haus hin. Und da auch noch. Hier ist aber nur eins gekommen, ne? Hier wird es dann vielleicht ein bisschen besser, kann das sein? Machen wir da noch was. Eine Straße haben wir noch, dann machen wir die noch da. Ja, wird hier besser. Jetzt haben wir hier noch 2 Industrien. Ich glaube, da 3 Industrien. Ich setze mal 2 davon dahin. Hier, das ist unser Problem gerade. Ach, hier ist jetzt so ein Zeichen davor. Der Daumen hoch sagt uns, dass das hier dadurch besser wird. Und die nächste Runde sollte jetzt zu Ende sein, weil wir 20 haben. Kann das sein? Ja, über 20 oder 20. Jetzt können wir diesen Unused Building, der ist jetzt gekommen, da sehen wir es, ne? Level up. So, jetzt haben wir hier Bauernfelder wieder. Die will ich mal dazu machen, in der Hoffnung, dass hier mehr wird. So, Unused ist dann hier zu sehen. Also da müssen definitiv noch welche rein hier. Und dieses eine Hütchen, das reicht uns nicht, ne? Wir produzieren nur 12 und kriegen 20, brauchen 20. Lass uns mal hier irgendwo noch eine Straße wieder reinmachen. 4 Felder, 1, 2, 3, 4, das heißt, hier muss eine Straße hin. Jetzt ist gerade wieder nichts passiert.
Jetzt kommt wieder eine Bauerngeschichte her. Der Trecker kommt. Jetzt hätte ich noch zwei Felder, die will ich aber gerade nicht machen. Ist wohl irgendwas gewachsen. Straßen sind weg. Ist wieder nichts geworden. Nirgendwo ist was gegrowt. Wir haben wieder die Möglichkeit, neue Straßen zu bauen und mehr nicht. Wieder runtergegangen und wir kriegen ja nichts zu essen mehr. Es wächst nichts. Ja, jetzt können wir hier Commercial Zones machen, dann wird's besser. Nicht Commercial, Residential Zones machen, dann wird's besser. 2 haben wir noch. Machen wir die dahin. Ja, das ist noch schlechter geworden. Obwohl Hütten gekommen sind, ne? Zwölf von 12 konsumiert. So, und jetzt sind wir kaputt, oder? Ja. Wir haben 23 Leute gehabt. Cycle Count 30 mal 1. Total Score 260. Total schlecht. Ja, also das war jetzt nicht so der Deal, ne? Also das weiß ich auch nicht. Wo da jetzt die Ursache dran liegt, dass ich kaputt gegangen bin, ich habe keine Ahnung. Es ist irgendwas noch nicht hier rund am Laufen. Hier wächst nichts mehr. Wir haben, wenn wir das geht das noch? Ja, das geht noch. Wir haben hier schon 3 Läden weniger und nur einer ist besetzt. Irgendwas passt hier bei den Commercial Zone nicht. Also irgendwas ist da faul. Ich weiß nicht was, aber irgendwo hapert es da dran. Das ist ja hier Residential. Die Industrie ist auch klar. Residential Capacity ist 32. Also wir hätten auch noch zulegen können. Job Opportunities, Workers 3. Wir hätten auch noch 3 freie Stellen gehabt. Hier geht es nicht voran, warum auch immer. Und hier ist es halt, dass das Getreide nicht wächst. Es gibt kein Getreide. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sollten wir nächstes Mal noch schauen, dass wir die Felder längs machen und nicht quadratisch. Aber es ist vielleicht auch nicht. Aber das muss man gucken, das weiß ich nicht. Ich denke mal, wir machen noch eine Runde auf jeden Fall, schauen uns das Ganze dann an und ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.